Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute reden wir ja über die Priorität der Grünen, über das Thema Optionszwang abschaffen, zwei Pässe ermöglichen, ein Thema, welches sicherlich von zwei Seiten beleuchtet werden kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann es sich wünschen, dass Menschen sich eindeutig zu ihrem Land, zu ihrer Staatsbürgerschaft bekennen. Und sicherlich sehen einige in diesem Haus und auch Menschen in unserer Stadt dies teilweise so. Was sind jedoch die Fakten? In diesem Jahr haben wir den Fall, dass die ersten optionspflichtigen Migrantenkinder das 23. Lebensjahr erreichen. Bis 2018 wird das ungefähr 40.000 junge Menschen betreffen. Mit diesem Ereignis würden sie ihren deutschen Pass verlieren. Diese Optionspflicht ist für diesen Personenkreis nicht sinnvoll. Im Gegenteil. Wir unterteilen Deutsche hier in zwei Klassen, in zwei Rechtskreise der Staatsbürgerschaft. Man kann auch sagen, wir schaffen eine Staatsbürgerschaft erster und zweiter Klasse. Das kann und das sollte nicht sein. Nicht zu leugnen ist auch, durch das Angebot der Staatsbürgerschaft wird auch die Integration desjenigen Personenkreises erleichtert, über den wir hier heute reden. Wir möchten hier keine Hürden der Integration aufbauen und da, wo sie vorhanden sind, würden wir sie auch gerne beseitigen. Viele andere Staaten, unter anderem auch die USA, daneben jedoch fallen mir auch viele europäische Staaten ein, ich denke hier beispielsweise an Frankreich, die Niederlande und auch weitere Staaten, sind hier deutlich liberaler in der Anwendung des Staatsbürgerrechts. Auch aus bürokratischer Sicht ist eine Beibehaltung des Optionsrechts nicht sinnvoll. Hierzu gibt es selbst auch eine Studie des Bundesinnenministeriums. Diese bestätigt die Vorbehalte bezüglich des Optionsmodells. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Was für ein verheerendes Signal ist es für junge Menschen, wenn wir ihnen gegen ihren Willen die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Sie haben sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, sich jedoch nicht um die Entlassung aus der anderen Staatsangehörigkeit bemüht. Das Ergebnis ist, wie gesagt, verheerend und auch aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Und Ausnahmen gibt es ja jetzt schon. Mehrstaatigkeit ist akzeptiert, wenn es sich um EU-Bürger handelt und auch Schweizer Staatsbürger sind davon ausgenommen. Und Kinder binationaler Eltern können ebenfalls beide Staatsangehörigkeiten behalten. Im Gegenteil, wir sollten ernsthaft überlegen, ob wir hier geborenen Kindern, deren Eltern nur eine Niederlassungserlaubnis besitzen, nicht automatisch schon durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit geben. Anzusprechen sind auch die möglichen verfassungsrechtlichen Bedenken bei der Ausübung des Optionsrechts. Hier sollte Politik verfassungskonform handeln und die Lösung dieser Frage nicht auf das Bundesverfassungsgericht schieben. Ich verweise hier auch ausdrücklich auf die Koalitionsvereinbarung. Wir stehen dazu, wir wollen Einbürgerung erleichtern. Wir unterstützen auch den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Und wenn das Gesetz jetzt nicht geändert werden kann, dann sollten wir es mit dem Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration halten. Aussetzen der Optionspflicht ist sinnvoll. Lassen Sie uns für eine gute Integrations- und Einwanderungspolitik streiten. In eine moderne, globalisierte Welt gehört kein Optionsrecht. Eine moderne Gesellschaft, die auch Einwanderung möchte, die kann auch ohne Optionsrecht leben und handeln.